Und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf meinem Channel. Erstmal, worum geht's heute? Heute geht's um Optifine und Forge, wie man die beiden miteinander zusammen kombiniert bzw. installiert. Ich habe vor längerem ja schon ein Video zu Optifine Installation gemacht. Da war Optifine allerdings für sich selber. Wer es nicht weiß, Optifine ist eine Mod, mit der man mehr Grafikeinstellungen in Minecraft bekommt. Die kann man aber halt noch zusammen mit Forge installieren. Das finde ich persönlich viel besser, weil da müsst ihr nicht die ganze Zeit auf Forge oder Optifine umwechseln, wenn ihr mal mit Mods spielen wollt. Doch bevor das Video jetzt so richtig beginnt, muss ich noch ein paar Dinge loswerden. 24., 25. und 26., also Weihnachten und die beiden Weihnachtsfeiertage, werde ich kein Video hochladen, aus dem Grund, weil Weihnachten und Feiertage halt, da sollte man mit seiner Familie zusammen sein. Es tut mir sehr leid, dass ich letzte Woche und die letzten zwei Aufnahmetermine nicht geschafft habe, ein Video hochzuladen. Ich war sehr verhindert wegen Prüfung lernen und Arbeiten halt. Ich hoffe, ihr versteht das. Zumindest die von euch, die noch Schüler sind, wissen, was ich meine. Beginnen wir. Also. Ich bin hier jetzt schon auf der Forge-Seite. Ganz wichtig, geht in den auf den ersten Link in der Beschreibung für Forge, auf den zweiten für Optifine. Fangen wir schon mal an. Also, das gilt hier jetzt für natürlich alle Forge- und Optifine-Versionen, die ich hier so kenne. Ihr könnt hier wählen zwischen 5 verschiedenen Sachen. Ich würde euch aber immer hier den Installer empfehlen, der ist am besten. Und ihr könnt hier wählen zwischen Last Version oder hier die andere Version. Ich würde euch empfehlen, probiert es mit der Last. Wenn die nicht funktioniert, probiert es mit der. Wenn das auch nicht funktioniert, sucht ihr einfach bei Google nach Forge und nach dem Suchergebnis Forge Minecraft. Und dann kommt ihr auf eine Seite, da steht Minecraft. Den findet ihr so ein Suchergebnis, da steht dann Minecraft Forge und dann kommt ihr auf diese Seite. Trotzdem werde ich sie euch nochmal in der Beschreibung verlinken. So. Also ich lade mir jetzt hier für die 1.12.2 die allerneueste Forge-Version herunter. Passt sich gut, weil ich habe eine ältere. Dann nehme ich hier Windows Installer, da klicke ich einfach drauf mit einem normalen Dings und dann werden wir hier weitergeleitet und hier oben sieht man, wie lange man noch zu warten hat, bis man hier skippen kann. Also Werbung überspringen, wenn ihr das bei Appfly kennt, zum Beispiel. Da klicke ich jetzt drauf und dann bekomme ich hier so eine Meldung. Wichtig ist bei euch, ihr müsst darauf achten, dass hier nicht irgendwie nur Forge 1.12.2.exe steht, sondern das Ganze hier. Weil sonst funktioniert es nicht und euer Antivirus denkt, es ist ein Virus. Und es wird dann nicht funktionieren. Deshalb guckt, dass es dieser Name hier ist. Wenn euch das hier zu schnell geht, dann haltet einfach das Video an und vergrößert es auf dem Handy oder auf dem Bildschirm. Wie auch immer. dann klickt ihr hier auf Datei speichern bzw. Save File, wie ich das hier habe. Und dann könnt ihr es in einem Ordner speichern, wo ihr wollt. Ich habe hier jetzt einen extra Ordner eingelegt. Das ist der hier. Dann hier auf Speichern. Dann warten wir hier, bis der das gespeichert hat. Was in dem Fall da ist. Gut. Und dann skippen wir auch mal, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Dann skippen wir rüber zu Optifine. Ich hatte vorhin eine Aufnahme fail. Link schicke ich euch natürlich auch
rüber in die Beschreibung. Okay. Ja, genau. Erstmal würde ich gerne kurz nachschauen, ob die Feinversion schon habe. Welche Optifine-Version habe ich hier? Ich habe hier Version 6. Ah, das passt sich doch gut, dann kann ich auch mein Optifine aktualisieren. Das ist schön. Gut. Bei Optifine angekommen werdet ihr hier sein. Falls nicht, klickt einfach hier auf den Downloads-Button. Und dann nehmt ihr immer die höchste Version, also die hier, ganz oben. Da klickt ihr dann einfach mal auf Download. Dann werdet ihr hier zu AdFly weitergeleitet. Wie auch immer. Ich hoffe, ich kann hier immer noch auf Werbung überspringen klicken. Jupp, gut. Dann ab zu Optifine. Wahrscheinlich welches. Gut, hier angekommen. Ganz wichtig, nicht auf Werbung klicken. Also das hier drumherum. Wichtig ist, ihr müsst da, wo meine Maus jetzt ist, dieser Streifen. Da müsst ihr draufklicken. Da steht nämlich Download Optifine und dann die entsprechende Version halt. Da klickt ihr einmal drauf. Dann kriegt ihr das hier wieder. Und dann Save File. Wieder Optifine. In dem Fall. Ich gucke jetzt ganz genau. Genau. Perfekt. Version 6 habe ich aktuell installiert. Ich installiere mir hier aber jetzt nochmal die Version 7. Warte ich, bis er hier fertig ist. Gut. Es kann sein, dass sich meist noch ein drittes Browserfenster öffnet, wie hier. Zack. Ich mache das hier unten mal weg. Das mache ich auch mal weg und das auch. Zack, weil brauchen wir nicht. So. Gut. Somit brauchen wir die beiden Browserfenster nicht mehr. Werde ich euch unten in der Beschreibung verlinken. Natürlich ohne den ganzen Fehlquatsch. So, dann das Wichtigste, was wir jetzt erstmal machen müssen, ist in den Ordner, wo wir es gedownloadet haben, zu gehen. So, in meinem Fall ist es der Downloads-Ordner und mein entsprechender Ordner. So, da habe ich jetzt hier Optifine 7, also Version 7, und Forge, die neueste Version. Hier steht auch immer, wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn ihr die gedownloadet habt. Wichtig ist, nicht auf das Textdokument klicken, sondern hier auf das da. Da. Ne? Da klicken wir jetzt mit einem. Ja, erstmal gucke ich, ob hier noch irgendwelche anderen Fail-Fenster offen sind. Gut. Drauf mit einem normalen Double-Click. So, dann öffnet sich. Hier ein Fensterchen. Da könnt ihr das einfach auf dem Standard lassen und hier auf OK klicken. Dann wird sich jetzt hier Forge automatisch installieren. Da kriegt ihr hier Zack. Und schon könnten wir jetzt einfach mal in Minecraft springen. Warten wir mal. So. Denn Forge erstellt sich hier normalerweise selber ein neues Ding ins Kirchen. Ich erstelle jetzt einfach mal ein anderes, beziehungsweise hier habe ich die neueste Normalversion. Ich gucke jetzt einfach mal nach, hier habe ich Optifine? Nee. Ich suche nach Forge. Wo habe ich denn Forge? Ich finde es gerade nicht. Old Versions? Nein. Optifine? Nein. Gut, dann müsste ich jetzt mal eigentlich besteht Optifine? Nee, Forge meine ich. Da ist noch eine alte Forge-Version. Die können wir aber direkt, denke ich mal, hoffe ich, abändern. So. Ah, hier unten stehen die ganzen Forge-Sachen oder was?
Nee, hat er sich nie installiert? Heute habe ich nur Probleme. Steht auf jeden Fall Optifine und Entwicklungsversionen, wie auch immer. Gut, bei euch dürfte das geklappt haben, falls es. Ja, das dürfte geklappt haben. Dann steht da bei euch die entsprechende Version. Bei mir ist halt aktuell eine Forge-Version installiert. Jetzt müssen wir noch kurz wohin gehen. Und zwar Windows R drücken. Wir jetzt. Und dann geben wir %AppData% ein. Das habe ich hier schon gemacht. Deshalb kann ich das in meiner List auswählen. Und dann kommen wir hier hin zu Minecraft. Und dann gehen wir hier zu. Wo haben wir es denn? Mods. Hier sind jetzt schon Mods installiert. Und ich werfe jetzt mal hier die Optifine 6er Version raus. Denn ich möchte hier die Optifine 7er Version drin haben. So, die ziehe ich mir hier jetzt per Drag and Drop rein. So, ich habe hier auch noch andere Sachen drin. Journey Map und Just Enough Items zum Beispiel. Ja, und so könnt ihr halt Optifine mit Forge installieren. Genau. Da ich das hier halt nochmal habe, schmeiße ich das jetzt erstmal in den Papierkorb. Wichtig ist, ihr müsst das hier jetzt zumachen. Richtig. Dann geht ihr auf Minecraft und die entsprechende Optifine-Version, genau. Ich werde später nochmal nachgucken, ob ich die Optifine, die Forge-Version umtausche. Zack. Dann warten wir, bis der sich hier geladen hat. So, warten, es dauert bei mir immer ein bisschen. So, ich kriege hier erstmal einen Black Screen und dann einen Normal Screen und da seht ihr schon, es werden Sachen runtergeladen. Da oben und hier unten. By the way, ich werde in nächster Zeit, also nach Weihnachten, nochmal ein Video machen, wie ihr mit Optifine bessere FPS bekommt in Minecraft und generell bessere Leistungen, dass ihr auch mit einem schlechten PC aufnehmen könnt. So wie ich das hier mache, weil ich habe hier gerade nicht einen der besten und auch nicht einen der neuesten. Ich mache das hier mit Laptop und ja. Aber mehr in dem betreffenden Video. So, jetzt haben wir hier Optifine und Forge installiert. Wir können das auch nochmal nachprüfen, weil hier ist Mod-Dings. Und es dürfte hier. Denke, ja, genau. Jetzt haben wir halt diesen Mods-Ordner. So, ich möchte kurz nochmal Einstellungen prüfen. Genau. Ich habe jetzt hier nämlich mehrere Einstellungen. Sind wieder auf Default? Ich hoffe nicht, aber wenn, dann ist mir jetzt auch wurscht. So, und ja, ich gehe jetzt mal in irgendeine Map. So. Gucken wir mal. Nehme zum Testen nehme ich am liebsten meine Neuanfang-Map, also die Test-Map ist das in meinem Fall. Ich habe jetzt gerade 11 Bilder pro Sekunde gehabt, hat es direkt gesteigert. So, und das Gute an Optifine ist, schaut mal genau auf die Kiste. Yeah, ihr könnt zoomen. Und nicht nur zoomen könnt ihr. Ihr könnt auch hier eure FPS-Leistung, wie bei mir hier, immens steigern. Und ihr könnt auch Shader benutzen. Das würde ich euch aber nur empfehlen, wenn ihr einen guten Rechner habt. Jedenfalls, was das Aufnehmen angeht. Wenn ihr jetzt nicht aufnehmen wollt, dann könnt ihr auch natürlich mit Shader spielen, ist ja klar. Ich hoffe, euch hat das Tutorial insoweit gefallen. Und sage bis zum nächsten Video und ciao!